Ich speichere mal schnell. Speichern fehlgeschlagen. Super. Na gut, dann müssen wir uns eben langsam vorantasten. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Da hinten ist ein... Jawohl. Ich glaube, der hat gesessen. Der auch. Jetzt soll es hier reine sein, ey. Ein Hilfsstromsystem, Shepard. Muss für den Großrechner der Station sein. Der Schaden ist nicht allzu groß. Könnte repariert werden. Okay. Kein großer Schaden. Lass mich nochmal kurz schauen. Nein, nichts. Na gut, dann wieder zurück. Ist echt unschön. Also, Energieanschluss öffnen. Fehler beim Hochfahren. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Manueller Neustart erforderlich. Das heißt, genau für uns was? Manueller Neustart erforderlich. Zu den Passagierzügen. Elektronische Schlösser offline. Bitte kontaktiere die virtuelle Intelligenz der Station. Okay, müssen wir jetzt hier die VI reactivaten. Wahnsinn. Erinnert alles ein bisschen an GLaDOS. Hier, das ist ein Portal 2. So ein bisschen. Hier kann ich auch nicht rein. Ah ja. Mira. Cam betreten. Oh Gott. Ich betrete den Kern. Oh, jetzt geht's tief runter. Abgespaced. Speicher kein Zugriff. Mädels, ihr seid da oben, ne? Haltet mir die Luft da oben rein. Oh, zwei Knöpfe. Mira, Cam verlassen. Ach so. Nee, dann... Dann reden wir mal mit der Kleinen, vor allem mit Mira. Der VI-Kern scheint nicht funktionstüchtig zu sein. Sie können versuchen, die Datenbanken manuell zu rekonfigurieren oder Universalkill einsetzen, um die beschädigten Systeme zu reparieren. Manueller Reaktivierungsversuch, machen wir mal. Oh Gott! Speicherkern 1 beschädigt. Modulstapel zur Reaktivierung zu Kern 2 oder 3 transferieren. Verlassen mit ESC. Modul zum Transfer auswählen. Okay. 1, 2... oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Achso, ich muss hier... Aha. Ich habe keine Ahnung, was ich genau machen soll jetzt hier. Der ist draußen. Okay. Aha. Kein Plan. Ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Ich muss das irgendwie komplett rüberkriegen, alles. Dass das hier komplett ist. Den mal weg. Jetzt geht das hier dann nicht mehr. Ich mach den mal weg, mach den mal hier hin. Dann hier einen weg. Hier einen hin. Da einen weg. Hier einen hin. Mhm. War kein Plan. Ich glaube, ich lasse das deaktivieren. Wir machen mal Universalkill. Ich habe ja genug davon. Bestätigen. 100 Universalkill einsetzen, um VI-Kern zu reparieren. Ja. Was war das denn? Sie scheinen die Station reparieren zu wollen. Benötigen Sie meine Hilfe? Ja. Ich denke mal ja. Bist du die Stations-VI? Bist du die virtuelle Intelligenz, die hier verantwortlich ist? Dieses System ist darauf eingestellt, auf den Namen Mira zu reagieren. Würden Sie mir bitte auch Ihren Namen nennen? Moment, mache ich gleich. Blöd. Ich bin Spectre. Commander Shepard. Ich arbeite für die Abteilung Special Tactics and Reconnaissance der Zitadelle. Einen Augenblick bitte. Autorisierung bestätigt. Ihre Level 2 Autorisierung für alle Systeme ist bestätigt. Bitte beachten Sie, dass Anfragen zu Forschungsarbeiten nur mit einer Level-3-Autorisierung beantwortet werden können. Eine Level-3-Autorisierung wird nur an die führenden Angestellten von BinHex vergeben. Das System ist jetzt bereit für Abfrageanwendungen. Sie können mich über alle holographischen Terminals in Gipfel 15 erreichen. Alles klar, ich hab's eilig. Wo ist Benesia? Wir nehmen jetzt mal Vorlieb mit diesem... Schwarzen Shepard. Ich muss die Matriarchin Benesia finden. Lady Benesia hat den Passagierzug zu den Außenlaboren der Rift-Station genommen. Warnmeldung.
Warnmeldung. Das Zugsystem ist außer Betrieb. Warum kann ich nicht weg? Schadensbericht? Wie lässt sich die Situation hier beschreiben? Einen Augenblick bitte. Diagnoseprozess aktiv. Schwerer Fehler. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Schwerer Fehler. Die Landleitungen sind nicht angeschlossen. Die Passagierzüge sind offline. Bericht Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum Systemstatus? Oh ja. Der Hauptreaktor. Weißt du, warum der Reaktor abgeschaltet wurde? Tut mir leid. Zu dieser Zeit war ich offline. Der Reaktor wird deaktiviert, wenn eine Reaktorüberlastung droht oder ein kritisches Sicherheitsproblem im Laborbereich auftritt. Gemäß der Sicherheitsrichtlinien werden alle biologischen Gefahrenstoffe durch die kalte Umgebung unschädlich gemacht. Mechanische Gefahrenobjekte könnten ebenfalls Schaden nehmen. Einfach die Heizung abschalten und alles abtöten, was gefährlich werden könnte. Saubere Entsorgung. Und wie sollen wir das jetzt beheben, ist die große Frage. Was muss ich machen, um die Energiezuführung wiederherzustellen? Die Ventile zur Helium-3-Kraftstoffleitung müssen über die Steuerung der Reaktoreinheit geöffnet werden. Okay, das merken wir uns mal. Dann ein anderes Thema, Landleitungen. Was sind die Landleitungen und warum wurden sie unterbrochen? Die Landleitungen verbinden meine Mainframes hier in der Central Station mit den verschiedenen Nebenanlagen von Gipfel 15. Dadurch kann die Crew aus der Geborgenheit und Sicherheit ihrer Labore auf meine Datenbanken zugreifen. Nach Einleitung der Sicherheitsmaßnahmen in den Sicherheitslaboren wurden die Kabelverbindungen automatisch gelöst. Okay. Also es ist ganz schön viel im Argen hier auf Gipfel 15, muss man so sagen. Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Tut mir leid, aber ich brauche spezifischere Eingaben. Ach so, die letzten Log-Einträge, interessant, ja. Ich möchte wissen, was unmittelbar vor deiner Deaktivierung geschehen ist. In den Hochsicherheitslaboren gab es einen Stufe 1 Alarm. Aus dem Labortrakt Gamma sind Gefahrenstoffe entwichen. Die Notfallmaßnahmen wurden eingeleitet. Der Stufe 2 Alarm betraf die Hochsicherheitslabore. Das Isolationsschott war gebrochen. Die Züge wurden außer Betrieb genommen. Die Landleitungen zu den Hochsicherheitslaboren wurden unterbrochen. Der Stufe 3 Alarm betraf einen bestimmten Bereich. Es gab Gefahrenstoffe in den Tunneln. Die Station wurde geschlossen und sofort evakuiert. Es wurde ein Code Omega ausgesendet. Okay, was ist mit Gefahrenstoffen gemeint? Was für Gefahrenstoffe wurden freigelassen? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level 3 Autorisierung. Solche Autorisierungslevels erhalten nur führende Mitarbeiter von Binhex. Ja, danke, das hast du mir schon mal gesagt. Feindliche Kreaturen, die haben wir ja schon gesehen. Offline. Fragen wir erstmal offline. Warum warst du offline? Wenn Gipfel 15 aus Sicherheitsgründen sterilisiert werden muss, werden mein Programm und meine Daten zurückgesetzt. Das heißt, du wirst getötet? Ist ein bisschen dramatisch ausgedrückt jetzt. Wenn irgendetwas schief läuft, wirst du getötet? Meine Systeme werden dauerhaft deaktiviert. Um getötet werden zu können, müsste ich zuvor leben. Ich bin nur ein Datenbankprogramm. Shepard, ist war ein bisschen blöd formuliert, ne? So, feindliche Kreaturen. Kamen die Kreaturen, auf die wir hier gestoßen sind, aus den Laboren? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level 3 Autorisierung. Solche Autorisierungslevels erhalten nur führende Mitarbeiter von Binhex. Okay, ich hab's verstanden. Also gut, dann war's das. Logout. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Okay. Mal kurz Leere heilen hier wieder. Ja, jetzt kann ich hier rein. Okay, cool. Oh, da geht sie schon auf die Tür. Aber jetzt gehe ich nochmal zurück, weil da war ja auch noch was, wo ich hingehen konnte. Die Passagierzüge waren ja da rechts. Gehen die denn jetzt? Nee, die gehen nicht. Okay, alles klar. Ah, hier ist noch was. Lass mal kurz aufs Kärtchen schauen. Oh, ja. Ah, ja. Da ist ein Fahrstuhl.
Fahrstuhl zum Reaktor. Fahrstuhl zum Dach. Jetzt lass mich mal kurz schauen. Wie ist denn das mit dem Tagebüchlein? Reaktorreparatur. Der Hauptfusionsreaktor im GIP-15 ist abgeschaltet. Die Kraftstoffzufuhr zum Kern muss wiederhergestellt werden. Okay. Die im Dreckaufleitung der Reaktoranlage wurden durchtrennt und müssen jetzt mit Hilfe der Steuerung des zentralen Reaktorkerns wiederhergestellt werden. Die Landleitungen müssen wieder angeschlossen werden. Sie finden sie auf dem Dach. Machen wir erstmal die Landleitungen klar jetzt hier. Bevor wir da hingehen, das heißt das Dach. Zum Dach geht's da lang. Zum Dach geht's da lang. So. Das war ein interessantes Gespräch mit dieser künstlichen... Reaktor wurde gemäß Notfall-Eindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Quatscht mir jetzt die ganze Zeit dazwischen oder hustet? Finde ich ja nicht gut. Sowas, dieses Gequatsche. Sie begeben sich jetzt zum Dach. Warnmeldung. Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Das weiß ich doch alles schon. Du redest hier völlig umsonst. Oh Gott. Oh Jesus Maria. Okay. Da vorne geht's heftig ab. Nochmal hier. Entlitten hier. Hauptreaktor wurde gemäß Notfall-Eindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Okay. Oh, da vorne. Oh, da wuselt's. Und wie es da wuselt. Okay, die Jahre sind über. Das ist ganz schlecht. Das ist mehr als schlecht. Diese ekelhaften Scheißbiester. Oh shit, jetzt ist die auch noch tot. Toll. Toller Teller. Oh fuck, ich bin so im Arsch. Oh fuck, bin ich im Arsch. Scheiße. Boah, ist aber nicht gut. Ich hoffe, es gab einen Autosavinger irgendwo. Das ist eher ungeil. Bitte. Bitte. Nein, ich bin komplett hier im Arsch der Welt wieder. Ah, oh, for fuck's sake. So ein Scheiß. Ja, ich unterbreche hier mal kurz, weil das muss man uns jetzt nicht nochmal antun. Bis gleich. Ciao, ciao. So, dann steigen wir hier wieder ein. Und wir sind wieder genau hier zwischen diesen ganzen Kanistern. Wurde gemäß Notfall-Eindämmungsprozeduren abgeschaltet. Hallo. Manueller Neustart erforderlich. Da hinten steht er noch schon. Komm. Jawohl. Okay, Rückzug kann ich hier nicht zurück. Die Tür ist zu. Warum ist die Tür zu? Komm zurück. Rückzug, Mädels, Rückzug. Oh Gott, jetzt ist, scheiße, jetzt ist Tali da. Mitten im... draußen. Okay, passt. So ist cool. So ist das cool. Schön auf Entfernung bleiben. Wo ist der Nächste? Da hinten. Ich sehe dich. Ich treffe ihn nicht. Komm. Ich treffe doch den Drecksfühler. Weiß nicht, ob es das abzieht. Oh ja, es zieht ab. Sehr gut. Komm her. Ich krieg. Okay, da kommen diese grünen Biester. Ich sehe die grünen Biester kommen. Batz. Jawohl, ja. So läuft das. Manueller Neustart erforderlich. So muss Achtung. Das. Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Ich weiß doch Bescheid, gute Frau. Ich weiß doch Bescheid. Oh Gott, weg mit euch. Stufenaufstieg, nicht schlecht. Heilung schnell. Okay, passt. Was macht der denn? Okay. Kein Problem, alles gut. Alles gut. Wie es aussieht, haben wir die Gefahr gebannt. Auf dem Radar ist nichts mehr zu sehen. Jetzt warten wir kurz ab hier. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Nee. Alles ist gut. Oh, hier draußen. Dicke Eislandschaft. Warnmeldung. Ja. Mira, Ruhe. Online. Wie kann ich Ihnen helfen? Ach so, ja. Weißt du, warum der Reaktor abgeschaltet wurde? Tut mir leid. Okay, das kenne ich alle schon. Leitungen, das ist alles. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. All the same. Ich melde sie ab. Ah, hier. Landleitung öffnen. Repariert. Juhu. Okay, cool. Das heißt, Problem Nummer 1 wäre schon mal gelöst. Jetzt ist hier alles vorbei, ne? Karte. Ja, ist eine Sackgasse.
Ach, guck mal hier. Zielort. Hab ich den gesetzt? Nicht das Jüngste. So, dann zurück. Und dann nehmen wir jetzt die andere Tür. In Richtung Hauptreaktor nämlich. Um auch diesen neu zu starten. Und dann werden wir mal schauen, was da eigentlich abgeht. Ärgerlich, ärgerlich. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Ich bin dabei, den Reaktor manuell neu zu starten. Ich hoffe mal, dass es hier nicht nochmal Gegner auftauchen hier. Beziehungsweise auf dem Weg dorthin bestimmt. Und hier auch, Tatsache. Ach, das sind Rachni-Sitze. Jetzt raff ich das erst. Es war doch von den Rachni-Kriegen die Rede. Damals, vor ein paar hundert Jahren, oder tausend Jahren, keine Ahnung mehr, wurden noch die Kroganer extra dafür angezüchtet, damit sie die Rachnis besiegen. Und dann gab es ja Probleme mit den Kroganern, dass sie zu machthaberisch wurden. Und darum wurden die Kroganer mit diesem Gendefekt ausgestattet, dass sie sich nicht so schnell vermehren können. Und das sind also die Rachnis, die sind ja schon seit Urzeiten, sind die doch jetzt ausgestorben gewesen. Warum sind die hier auf der Station? Wurden etwa ein paar Exemplare eingefroren? Man weiß es nicht. Sie befinden sich jetzt im Hauptreaktor. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Ich bin schon dabei, Mädel. Ich bin schon dabei. Okay, hier ist, ich probiere jetzt mal in diesem Modus. Obwohl, nee, ist wieder unschön hier. Das ist einfach unschön, wenn die Gegner nicht zu sehen sind oder nur so ein paar Blöcke sind. Das ist echt ungeil ein bisschen. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Wuhu, okay. This is the main reactor. Der Reaktorigkeit. Wow! Fuck! Jawohl, sehr gut, sehr gut. Drauf, 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 der ist hinüber. Geiler Scheiß. Den da oben schnell erledigen. Fuck you, fuck you, fuck you. Kommt mit, Mädels. Bleibt mal schön hier. Hier stehen bleiben. Ich kümmere mich drum. Um den Schaß hier. Da oben. Komm schon. Cool. Wer schießt denn da? Schießen die hier durch die Decke? Da oben. Oh fuck. Hier sind aber viele. Von wo schießt der denn bitte? Der hängt hier irgendwo. Da ist er. Schau. Und da ist er weg. Da konnte er nicht mehr wegspringen. Durch den Grafikbug, der uns half. Oh Gott, was ist denn da oben los? So viele von den Viechern. Ich muss mal aufs Gewehr des Schützens umschwenken. So nämlich. Wird's gemacht. Bam. Zack. Wie die Kakerlaken. So, Mädels, ihr könnt wieder kommen. Ihr könnt kommen. Aber die wollen irgendwie nicht. Der Befehl ist irgendwie außen vor. Da wird nicht reagiert. Sind auch leicht vergiftet, die Mädels, aber gut. Sollte doch kein so großes Hindernis sein. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Naja. Manueller Neustart, bin ja dabei. Oh, aber lass uns mal kurz, da ich das Rennen hier gerade wieder mich nervt. Fitness. Lass uns hier mal endlich. Bam. Und bam. Ach, schmeicheln hätte ich Maximum machen können. Fuck. Kann ich mal zurück machen? Nein, scheiße. Kann keinen Punkt mehr abziehen. For fuck's sake, das war jetzt blöd. Hätte ich das voll gehabt, schmeicheln, wäre ich voll resistent gewesen. Gegen euch. Dann wäre mein Wille geschehen. Oh, jetzt bin ich extrem verunsichert, ob ich hier wirklich hin muss. Spinnt. Okay. Da unten war, glaube ich, der Schalter für den Hauptreaktor. Wow! Bam! Fuck you! Shitty, shitty. Wo sind meine Mädels? Die kommen einfach nicht. Mädels, ihr sollt hierher kommen. Kommt hierher. Ich habe hier ein kleines Problem zu stehen. Wow! Titan. Ein Titan, der sich nicht wehrt. Yo! Okay, cool.
So lasse ich mir das gefallen. Sehr schön. Ah ja. Der hätte uns hier ins Visier genommen, wenn wir da unten lang gegangen wären. Alles klar, alles gut. Hier ist alles gut. Und die Mädels scheißen voll auf mich. Ja, Wahnsinn, ey. Ich kann denen befehlen. Kommt hierher. Und nichts passiert. Was ist denn da los? Habe ich euch irgendwas getan? Nicht, dass mir irgendwas aufgefallen wäre. Ich war immer gut zu euch.